Der absolute Hammer kommt jetzt. Helges Nummer 1 der Mini-Raketen. Auch wenn es nicht so aussieht, hier im bayerischen Idyll wird sie gleich fliegen. Helge macht sich auf den Weg ins schöne Allgäu. Hier wurde die fahrende Bierkiste gebaut. Angeblich fährt sie 80 km/h schnell. 1 Million Mal wurde der spektakuläre Handyfilm bisher geklickt. Tobias Laxi und Markus Kuisle haben den Bierkistenboliden entwickelt. Helge will wissen, was der Renner wirklich drauf hat. Was ist denn das für ein Motor? Das ist ein Motor von einem Rennkart. Ach du Schande. Leistung? Circa 20 PS. In der Bierkiste? Genau. Und wie schnell geht so ein Ding? Zwischen 60 und 80 km/h, je nach Übersetzung. Tobi und Markus haben die Mini-Rakete selbst gebaut. Kartmotor in die Kiste, dazu Rollen und eine stabile Eisenplatte. Fertig. Was ist das denn hier? Bremse? Ja. Gibt's leider keine. Ja, und wie geht das Ding auf Null runter? Markus, zeig dir's. Bremsen, dann mal mit in die Schuhe. Wir haben vorne Gleiter zum Gleiten und hinten der Gummi. Mit dem Gummi rammen wir uns den Boden rein. Vor der Kurve holen wir das Ding wieder runter. Was meinst du ernst? Das machen wir so. Gibt's doch gar nicht. Und wir zeigen es dir. Dann schmeiß die Kiste an. Wir haben einen Extra-Starter. Wir haben einen Extra-Starter hier. Ja. So, Vorsicht, gleich wird's laut. Bitte Ohren zuhalten. Jetzt darf Helge ran. Kann er auf einer abgesperrten Straße das Minigeschoss unter Kontrolle halten? Oder macht er schon nach wenigen Metern einen Abflug? Ah! Ich hab nichts gemacht! Shit! Also rein mit der Soundkulisse muss ich jetzt natürlich sagen, das hier ist auf jeden Fall das Highlight der ganzen Geschichte, die ich hier bis jetzt gesehen habe. Aber warten wir erstmal ab, ob ich das überlebe. Klingt schon mal nicht schlecht und sieht auch ganz gut aus. Doch die Bierkiste ist ein Höllenstuhl und hat mega Dampf. Zu viel Dampf für Helge. Oh, da hat's mich fast rausgehauen. Also irgendwie glaube ich, meine Bremsbeläge waren runter. Ich habe die Kurve nicht so ganz gekriegt und ja, dann konnte ich nur noch links bremsen, weil rechts war ich schon in der Wiese. Aber nichts passiert. Also Helge, schau, hier ist unsere Rennstrecke, das hab ich wo befürchtet. Wir immer üben. Ja. Genau. Hättest nicht mal Lust, durch die Schikane zu fahren und dann schauen wir mal, wie deine Zeit ist. Du stoppst die Zeit? Da lang? Na klar, kein Thema für mich. Die Strecke ist 500 Meter lang und befindet sich auf einer abgesperrten Privatstraße. Tricky wird es an der Schikane. Zuerst legt Bierkistenprofi Tobi eine Zeit vor. Jeder muss die Strecke einmal runter und wieder zurückheizen. Tobi gibt Vollstoff und erreicht auf der Geraden 80 km/h. An der Schikane und am Wendepunkt heißt es, voll in die Eisen steigen und danach gleich wieder maximal beschleunigen. Welche Zeit kann der Profi vorlegen? Ja, was glaubst du? 40? Über eine Minute, ey. Kann nicht sein, glaube ich dir nicht. 31,42. Ja. Auf geht's, Helge. Wie nah kommt unser Grip-Testfahrer an Tobi ran? Kann er ihn sogar schlagen? Also wenn ich mir so angucke, wie die Jungs drauf sind und was das Gerät kann, dann ist mein Ziel als erstes natürlich heile wieder ankommen. 3, 2, 1 und los! Trotz aller Tiefstapelei,
Ehrgeizling Helge kennt keine halben Sachen und holt alles aus der Monsterkiste raus. Die Hälfte ist schon geschafft. Auf zum Endspurt! Zur Erinnerung, Bierkistenprofi Tobi hat den Parcours in 31 Sekunden geschafft. Wie lange hat Helge gebraucht? Oh, Alter, das ist der schwerste Arbeit. Super Zeit, Helge. Ja, sag an. 41,97. Ja, wenigstens unter einer Minute oder was? Ja, super. Du lachst mich doch aus. Jungs, was soll ich dazu noch sagen? Respekt, also wenn einer was von kleinen Spaßraketen versteht, dann ihr. Also ich meine, wie kann man so viel in eine Bierkiste reinschrauben? Optimal ausgenutzt, also für mich ganz klar Platz 1 der Spaßmobile. Unser Hobby. Geil. Fahrt vorsichtig, ne? Die Mini-Raketen sind nicht nur im Netz ein Hit. Mehr Feuer unterm Hintern geht nicht.